Ja, hallo liebe Freunde, da bin ich schon wieder mit Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, ich hoffe, ihr freut euch endlich wieder eine rasante, actionfolgenmäßige Tour hier, weil beim letzten Mal richtig geil mit dem Drachen gerockt und das hat mich so tierisch gefreut, dass wir den endlich besiegt haben und was weiß ich nicht. Das war ja mal richtig geil. Aber bevor wir loslegen, noch eine kleine Sache. Nämlich die Voltra, die hier auch hin und wieder mal ein paar Videobeschreibungen schreibt und für mich auch ein bisschen hochlädt und sowas, wenn ich mal nicht da sein sollte, möchte auch Let's Playen. Sie wird das Spiel, welches am 27.01.2012 in den Läden erscheint, namens Deponia spielen. Und Let's Playen natürlich und auf meinem Kanal hier hochladen und veröffentlichen. Das Ganze würde mich natürlich extremst freuen, wenn ihr dann auch so nett wärt und sie ja im Prinzip herzlich empfangt. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann natürlich auch da Kommentare schreibt und meinetwegen auch einen Daumen hoch gebt und keine Ahnung, also wie bei mir, sehr freundlich bitte mit ihr umgehen. Das ist ihr allererstes Let's Play, sie hat keinerlei Erfahrung, deswegen ja, hoffe ich natürlich, dass ihr es dementsprechend gut macht und euch nicht vergrault, denn ich möchte euch ja weiterhin als meine Abonnenten, als meine Zuschauer, als meine Freunde und was weiß ich nicht alles haben. Jetzt kurz aufs Spiel Deponia eingegangen, möchte ich euch den Text, den ich jetzt hier gerade vor mir habe, kurz vorlesen. Und dann starten wir auch mit The Elder Scrolls 5 Skyrim. Die Folge wird auch diesmal extra lang, damit die Zeit nicht verloren geht für euch. Also, Deponia. Rufus ist kein angenehmer Charakter. Verschroben und übellaunig lebt er in einer kleinen Siedlung irgendwo im abgelegensten Quadranten der weltumspannenden Müllkippe Deponia. Doch Rufus fühlt sich zu höherem berufen und träumt von einem Leben in den oberen Schichten, den schwebenden Städten hoch über der Planetenoberfläche. Als plötzlich die wunderschöne Goal aus eben diesen privilegierten Sphären in einen benachbarten Müllberg fällt, wittert Rufus seine Chance. Er beschließt, die bewusstlose Schönheit zurück in ihre Heimat zu bringen. Stellt dieses Vorhaben am Anfang nur eine vage Hoffnung dar, so festigt sich schon bald ein skrupelloser Plan. Rufus entpuppt sich nämlich als das exakte Ebenbild von Goals Ehemann aus der Oberwelt. Die geplante Übergabe wird zum Startschuss für eine verwirrende Verfolgungsjagd voller verrückter Abwechslungen. Deponia ist eine rasante Verwechslungskomödie und die abgedrehteste Liebesgeschichte, die die Spielwelt seit langem gesehen hat. Die einzigartige Spielwelt steht in der Tradition von Douglas Adams, Terry Pratchett und Matt Groening. Die wendungsreiche Geschichte voller seltsamer Charaktere führt durch zahlreiche Winkel des namensgebenden Schrottplaneten wie dem Mülldorf, Kuvak, dem schwimmenden Schwarzmarkt oder den dunkelsten Ecken des planetaren Hochbahnsystems. Detaillierte, handgezeichnete Grafik im Widescreen-Format und erstklassige Zeichentrickanimationen im Comic-Stil erwecken das neue Adventure der preisgekrönten Macher von Edna bricht aus, The Whispered Wood and A New Beginning zum Leben. Dazu gehört natürlich auch das Spiel Harveys Neue Augen, will ich mal dazu erwähnen. Knallerspiele, sag ich euch. Und ja, das möchte sie gerne Let's Playen, wird auf meinem Kanal hochgeladen, wie schon bereits gesagt. Und es ist ein Point-and-Click-Adventure, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr dann da einfach reinschauen würdet. So, genug gequatscht, genug gelabert, genug geredet. Jetzt wollen wir natürlich auch mit Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim beginnen. Und ja, dazu müsst ihr jetzt eben das Spiel hochfahren. Es dauert eine kleine Sekunde. Okay, ich glaube, das Spiel ist gerade abgestürzt. Ich hatte es nämlich im Hintergrund geladen, aber irgendwie will es nicht. Ich lade es einfach nochmal neu. Wir haben ja gerade Zeit. Wir sind ja gerade sowieso am Quatschen. Ja, was gibt's Neues ansonsten? Ja, das mit dem Nachvertonen, das war ja mal überätzend, sage ich euch. Also, ich hoffe, das muss ich kein zweites Mal mehr machen, weil das war echt Müll. Kann ich euch sagen.
Also nachkommentieren ist, glaube ich, mit das Schlimmste, was einem so passieren kann. Denn besonders das Erzählen aus der Sicht, als wenn man das gerade spielen würde, ist extremst hart, weil man ja eigentlich genau weiß, was da jetzt passiert und was da jetzt so los ist. So, das Spiel ist gestartet. Die Aufnahme jetzt hiermit auch. Und damit begrüße ich euch natürlich noch einmal zu Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim! So, das war's. Und jetzt fahren wir fort. So, oh, was haben wir denn hier? Ein Pferd. Man kann's drehen und ranzoomen und wegzoomen. Es dreht sich. Kennt ihr diese Kotzmühlen? Fällt mir gerade so ein, Kotzmühlen. Da war ich früher immer auf dem Spielplatz, da waren immer so komische Kotzmühlen. Und dann haben wir uns immer drauf gesetzt und einer hat dann immer so angeschoben, richtig schnell, bis einem dann wirklich richtig übel wurde. Und war nicht ganz so toll. Ich weiß zwar nicht, wieso ich da jetzt gerade drauf komme, aber egal. Wo wollte ich hin? Genau, Drachenfeste, denn mir hatte der liebe... Ich habe den Namen vergessen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht. Ich trage ihn wieder ein. Ihr kennt mich ja. Ich mach das. Uah, jetzt falle ich auch noch runter. Schwimmen. Hallo? Ich komme hier nicht mehr raus. Ah, hier. Okay, dann kann ich tauchen. Das war das Problem. Warum kann ich denn nicht springen? Was ist denn hier gerade los? Ah, jetzt geht's. Jetzt funktioniert alles. Okay. Auf ein neues. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich trage das nach. Nochmal vielen Dank für den Hinweis, dass hier oben in der Drachenfeste der Verzauberer war. Ich wäre da, glaube ich, im Leben nicht drauf gekommen. Also, herzlichen Dank dafür. Trinke ich mal einen drauf. So. Und wir machen natürlich Die mit Wache wird vielleicht der nervös, weil sich ein Gefährtenquest Mann mit weiter. gezogener Waffe Habe ich jetzt nähert. einfach mal so kurzerhand beschlossen. Weil, keine Ahnung, warum machen wir das? Weil keiner von euch eigentlich wirklich geschrieben hat, was wir machen sollen. Deswegen werde ich das jetzt in die Hand nehmen. So, was haben wir denn? Die brauchen wir. Die Novizenrose der Illusion kann weg. Der Wiederherstellung kann weg. Ring, Schießkunst, Robe der Zerstörung, die haben wir an. Okay, das Diadem, hatten wir davon jetzt eins verkauft oder können wir davon jetzt eins entzaubern? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Bekleidung. Wir haben natürlich eins verkauft, weil ich so geldgierig bin. Es tut mir leid, Leute. Ah ne, das Amulett haben wir doppelt. Warum können wir denn das Amulett nicht entzaubern? Was ist das denn jetzt hier für ein Müll? Pack den Bogen weg und verzauber. So, was haben wir denn? Gegenstände. Was können wir denn überhaupt verzaubern? Feuerschaden, Seelenfalle, Illusion und Magikerregeneration verstärken. Magikerregeneration verstärken, Wiederherstellung. Prozent weniger. Gucken wir doch mal, wenn wir jetzt den Streitkolben nehmen und... Ah ne, da können wir das gar nicht drauf machen. Schade. Was haben wir denn sonst noch? Silberhalskette. Fellarmschienen. Haben wir die an? Die Armschienen? Das ist jetzt so doof gemacht, dass man nicht sieht, was man anhat. Ja, die haben wir an. Gut, dann verzaubern wir die doch einfach. So, Gegenstand, Fellarmschienen. Ja, geil. Können wir natürlich nicht verzaubern. Können wir es jetzt verzaubern? Nein, natürlich nicht. Mann, was ist denn das jetzt hier? Ach, egal. Wir machen jetzt Feuerschaden und wir nehmen dafür jetzt... Ach so, ja, natürlich maximalen Schaden. Und wir nehmen dafür einen kleinen Seelenstein. Wie oft können wir das jetzt machen? Mal. Ja, egal. Machen wir es jetzt. So. 17 mal 12 Schadenspunkte. Herstellen. Ja. So. Und dann nehmen wir jetzt das Schwert des Himmelschmiedsstahls und verzaubern das mit Seelenfalle, damit wir unsere Seelensteine hier mal ein bisschen füllen können. Ich weiß zwar nicht, wie genau das jetzt funktioniert, aber wir machen es jetzt einfach mal. Okay. Herstellen.
So, jetzt haben wir ein paar verzauberte Waffen, damit das hier ein bisschen besser aussieht. Ach so, genau, wir können ja mal gucken. Haha. Verzaubern. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, müssen doch. Ah, habe ich mir gedacht. Also man könnte jetzt hier sehen, welche Gegenstände man verzaubern könnte. Und ja, da wir aber nichts haben, funktioniert das leider nicht. Aber nochmal danke für den Tipp. Wirklich gut. Weil jetzt haben wir das ja gemacht. So, Tagebuch. Ach, was sage ich denn? Tagebuch. Questlog. Das ist es. So, die Ehre des Blutes. Optional vernichte die Schluchtweiherhexe. Beschaff dir den Kopf einer Schluchtweiherhexe. Und vernichte sie. Ja, wie sollen wir den Kopf denn nehmen, wenn wir sie nicht vorher vernichten? Wo müssen wir denn da hin? Oha! Oh Gott! Was ist das denn für eine, wieder für eine Weltreise hier? Da unten waren wir ja noch gar nicht. Anises Hütte. Ah, ich will noch gerade mal. Ah ja, wir sind ja gerade im Haus. Aber ich möchte kurz noch nach Flusswall, liebe Leute. Denn wir hatten ganz am Anfang. Ich habe mir die letzten Tage nochmal ein paar Videos von mir angeguckt. Und auch beim Zusammenschneiden des 50-Folgen-Videos habe ich mir noch die ganzen Dinger nochmal angeguckt. Und wir hatten in Flusswald einen Schlüssel bekommen für irgendein Haus. Aber da sind wir nie drin gewesen. Und jetzt wollen wir doch da mal rein, oder? Also ich bin der Meinung, wir sollten da mal rein. Und dann machen wir das auch. So. Ich gebe jetzt einfach mal den Ton an und ihr habt zu folgen, beziehungsweise zu gucken. Haha. So. Was war das nochmal für ein Schlüssel? Bevor wir jetzt hier durch die Gegend irren. Objekte. Schlüssel. Staubmanns Grab, Ranwalks Fasten. Gerdurs Haus war das, glaube ich. Gerdurs Haus. Okay, gucken wir mal. Das war nämlich die eine, die uns dann einfach so mal die Schlüssel gegeben hatte. Direkt am Anfang, als wir hier ankamen. Schlafender Riese. Nee, mit Riesen habe ich es nicht so. Wenn ihr mal noch an den Anfang denkt, wo ich, ach ja, hatte ich ja alles in der 50-Folgen-Ding jetzt reingepostet. Mit dem Riesen, der uns dann mal eben so gewone-hittet hat und durch die Gegend gepustet. Sigrids Haus. Ja, wo ist denn das Kackteil? Nicht, dass ich jetzt hier wieder eine halbe Stunde umsonst rumlaufe, wie immer. Weil mir dann im Nachhinein einfällt, dass das ja alles gar nicht mehr funktioniert. Fendals Haus. Lass mich rüber. Oh, was denn hier? Okay. Gute Mauer. So. Was haben wir hier für ein Haus? Gerdurs Haus. Gehen wir doch mal rein. Kann ich euch helfen? Ralof? Tag, diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Aha. Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen? Hä? Es gibt schlimmere Dörfer. Nö, eigentlich nicht. Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Nee. Haben gerade einen Bogen. Das ist nur ein kleines Dorf, aber wir arbeiten hart und halten zusammen. Die hat auch keine Quest, aber wir dürfen die Truhe durchsuchen. Was haben wir denn hier? Ah, Schneebärenpelz ist rot, den dürfen wir nicht nehmen. Aber das Geld, das ist doch auch schon mal was. Kleiderschrank, Kapuze, Beistelltisch. Nee. Geldbeutel nehmen wir uns auch. Krug? Nein, danke. Fass ist leer. Gucken wir mal, ob wir von dem was kriegen. Wenigstens ist der verdammte Krieg nicht bis hierher vorgedrungen. Na gut, war wohl ein Griff ins Klo. Talos. Naja, hätte ja sein können, dass da jetzt noch irgendeine Quest kommt oder so, die wir hätten erledigen können. Ne? Nick mal. Brav. Naja, fast. Es war zwar eher ein Kopfschütteln, aber egal. Akzeptieren wir es jetzt einfach mal als Nicken. So, dann komm mal her, du Pferd. Und dann wollen wir jetzt mal Richtung Westen reiten und die Gefährtenquest dann endlich mal weitermachen. Was heißt endlich mal? Wir haben ja sehr lange schon daran gearbeitet.
Aber mich persönlich interessiert das auch extremst mit dem Kotlak jetzt, wie er wirklich jetzt gucken will, dass er irgendein Antiserum für diesen, ja, wie sagt man, Lycanthrope, also für diese Mutation, was rennt uns denn da jetzt schon wieder hinterher? Findet. Er will es ja stoppen. Was haben wir hier? Grabstätte oder was? Was ist denn das? Wächtersteine entdeckt. Steigen wir mal ab. Magierstein. Wer unter dem Zeichen des Magiersteins steht, lernt alle Zauberfertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Okay, was haben wir hier? Kriegerstein. Diebesstein. Na, dann nehmen wir uns doch mal den Magierstein. Zeichen annehmen. Okay. Was auch immer uns das jetzt genau bringt. Ich habe zwar verstanden, dass wir jetzt schneller Magiefähigkeiten lernen, aber mal gucken, wie lange. Oh, was haben wir denn hier? Hallöchen. Ich jage und fische seit... Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Ich bin schon fast geneigt, ihn umzubringen, um die Truhe zu plündern. Wenn man nicht gierig ist, gibt es genug für alle. Aber... Ach, lassen wir den armen Kerl doch einfach. Gucken wir mal, wo wir jetzt lang müssen. Wir müssen darüber und hier einmal am Fluss entlang. Schauen wir mal, wie das so wird. Jo, bis dann. Wächterstein, auch gut. Häschen. Da hoppelt ein Häschen. So, wir wollen hier lang. Hier lang. Ja, gucken wir mal hier lang. La, la, la. Oh, hier liegen ganz viele Tote. Und da ist eine Spinne. Boah, und die hat uns fast getroffen. Habt ihr das gesehen, wie gekonnt ich ausgewichen bin? Zack. Unser Pferd ist echt hart, ey. Kein Kompromiss, direkt tot. Bandit. Okay. Wert 100. Nicht schlecht. Aber sperrt uns nur wieder unser Inventar. Lassen wir es einfach liegen. Pelzrüstung. Auch nichts Interessantes. Ist hier sonst noch irgendwas? Da hinten ist eine Hütte. Da gehen wir gleich auch mal rein. Moment, ich gehe mal gerade wieder in die Ego-Perspektive, weil wenn was kommt, dann kann ich wenigstens agieren. Okay. Hier scheint nichts mehr zu sein. Das scheint wohl nur die eine kleine Spinne gewesen zu sein, die hier die beiden Banditen auseinandergenommen hat. Ist ja schon kurios, wenn ich ehrlich bin. Aber ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil wirklich besser abgeschnitten habe ich ja auch nicht gegen diese dämliche Spinne beim letzten Mal. So, reiten wir mal ganz kurz hier rauf. Was ist denn hier passiert? Blutopfer oder was? Anhänger. Ich habe auch einen Anhänger. Was bist du? Auch ein Anhänger. Ihr seid Hänger, keine Anhänger. Das Einzige, was ihr seid. Hm. Was ist das denn hier? Mir fast wie ein Opferaltar aus. Aber... Wer schlitzt sich denn bitte davor aus? Ach, guck mal, da ist noch was. Ein Soldat der Talmor. Talmor-Befehle. Nehmen wir doch mal. Oh, was ist das denn? Talmor-Robe mit Kapuze. Das nehmen wir mal mit. Das sieht gut aus.
Schleichen wird um 15% verbessert. Okay. Ist auch nicht schlecht. Krass, liegt hier einfach mal so rum. Wir ziehen sie aber nicht an, weil sonst ist unsere Gewichtsgrenze wieder so ein bisschen überlastet. Aber vielleicht können wir sie ja entzaubern und woanders drauf zaubern. Da können wir ja mal gucken. Wo haben wir denn diese Robe? Da, Talmo-Robe mit Kapuze. Was haben wir jetzt momentan an? Zerstörungsrohr 15% weniger Magiker und Magiker regeneriert sich 50% schneller. Tierkosten, Nerven-Nutzen, das ist natürlich schlechter, aber ich ziehe sie mal gerade an. Ich möchte mal wissen, wie die aussieht. Mit den Echsenaugen, das sieht echt lustig aus da drin. Aber die sieht ja schon Hammer aus, ne? Ziehen wir nochmal zum Vergleich unsere jetzige an hier. Ist ja schon so ein bisschen langweilig eigentlich, ne? Aber egal. Was will man damit? Zumindest verkaufen. Das kann man damit machen. Aber ansonsten... Naja, ich hoffe, ihm wird jetzt nicht kalt, wenn wir ihm seine Robe nehmen. Hatte sie ja so ein bisschen als Decke benutzt. Ah. So, gehen wir mal wieder runter. Na, da streifen wieder Wölfe durch die Gegend. Aber soll uns nicht stören, weil es ist ja eher Kleinvieh mittlerweile. Was ist das denn jetzt hier? Ah, ich muss immer so ein bisschen gucken, weil ich bin immer so... Oh, da will wieder wer kämpfen. Kämpfen ist gut. Zurück oder was? Du warnst uns. Oh, der hat ja gar nichts drauf. Ich dachte, jetzt müsste ich wieder Angst haben, weil die mich hier wieder so ganz schnell zerfetzen, aber die konnte ja gar nichts. Haben wir wieder so eine Robe. Stab der Funken. Ein Blitz, der Gesundheit und Magiker 8 Blitzschaden pro Sekunde zufügt. Puh, den lassen wir mal liegen. Wiegt mir jetzt zu viel. Oh, da haben wir ein Buch liegen. 2920 Herzfeuerband 9. Beschwörung verbessert. Ich hatte mal überlegt, ein Let's Read Skyrim Bücher zu machen. Weil hier so viele Bücher sind und ich hab mal überlegt, vielleicht irgendwie so immer mal so einzelne Bücher aus meinen Videos zu nehmen, wo ich so durchblätter und die dann einfach mal vorzulesen und das hochzuladen. Aber ich glaube, es interessiert keinen, oder? Also, wenn jemand Interesse daran hätte, dass ich die Bücher da vorlese, dann soll er das mal bitte schreiben. Ich würd's machen, Leute. Ich würd's machen. Weil manchmal ist es ja schon interessant, was da so steht. Und vielleicht gibt es ja doch ein paar Story-basierende Spieler. Und denen würde ich vielleicht damit einen Gefallen tun. Also, wenn ihr ein Let's Read Skyrim Bücher haben wollt, oder ein Let's Read Skyrim, dann schreibt mir einfach. Und dann mache ich das. Jetzt verfolgen uns ja wieder so kleine Wölfchen. Ne, Skiver sind es, glaube ich. Die wir mit einem Schlag erledigen würden, aber zu faul sind jetzt gerade abzusteigen. Was liegt denn da? Ein Ei? Sehe ich das gerade richtig? Steig ab! Steig ab! Geht doch. Kommen jetzt die Skiver auf uns zu, oder was? Stirb! Was? Lol. Ist der jetzt tot oder nicht? Guck mal, der steht noch. Mit einem geraden Kopfschuss in den Stillstand gebracht. Wie geil ist das denn? Guckt euch das an. Ich gehe mal näher ran. Seht ihr das? Wie genau der Pfeil den Kopf durchbohrt und der einfach im Stehen gestorben ist. Der kann doch nicht mal mehr umfallen. Wie geil ist das denn bitte? Cooler Bug. Auf jeden Fall. Was ist das jetzt hier? Vogelnest. Drosselei. Okay. Gucken wir doch mal gerade, was das ist. Na, ich denke mal, es steht unter Sonstiges.
Nein, tut's nicht. Zutaten? Ah, da. Rosselei. Ha, coole Sache. So, dann reiten wir doch jetzt einfach wieder. Noch sind wir ja nicht da. Was haben wir da jetzt links von uns? Da ist schon wieder irgendein Symbol. Ich gehe einfach mal hin. Erkunden wir ein wenig die Wälder von... Wo sind wir hier? Falkenring. Ja, Zweislauf? Wie heißt das Gebiet hier? Weiß das jemand? Tja. Das Gebiet hier. Nennen wir es einfach das Gebiet. Es ist so wie mit der Gerät. Nennen wir es das Gebiet. So, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Wimmerwind. Nördliches Bollwerk entdeckt. Okay. Gucken wir doch mal. Huch. Hallo? Jemand zu Hause? Der Jabu hier. Gehen wir mal rein. Klopf, klopf.